Herzlich willkommen zu meinem Video. In diesem Video möchte ich auf die Quantentheorie zu sprechen kommen und möchte diesbezüglich ein kleines Experiment durchführen. Erst einmal vorab, die Quantentheorie sagt im Prinzip ganz einfach aus, dass jeder Körper, der schwingt, der eine Schwingung abgibt, auch gleichzeitig ein Quant abgibt. Bei einem solchen Quant handelt es sich im Prinzip um eine Variable. So muss man sich das vorstellen. Zum Beispiel eine Variable, nehmen wir mal die Variable x. Die Variable x kann zum Beispiel ein Element der reellen Zahlen darstellen. Das heißt also, sie kann im Prinzip jede Zahl annehmen. So ähnlich muss man sich nun auch ein Quant vorstellen. Ein Quant, kann man sich vorstellen, ist eine Variable, die hier für verschiedene Photonen gelten kann. Energien, zum Beispiel elektromagnetische Strahlung, besteht immer aus Photonen. Diese Photonen können unterschiedliche Energien haben und folglich ist ein Quant, sagen wir einfach mal Q, wäre im Prinzip eine Variable für eine bestimmte Photonenart. Wenn jetzt zum Beispiel ein Atom, das ist jetzt unser Atom, wenn dieses jetzt schwingt, dann sendet es also einen solchen Quant aus. Bei einem solchen Quant kann es sich jetzt um eine bestimmte Strahlung handeln. Beispielsweise um Wärmestrahlung, beispielsweise um Lichtstrahlung oder Röntgen- oder Gammastrahlung. Das sind dann immer Photonen. Ein einfaches Experiment, welches wir jetzt hier unternehmen können, ist zum Beispiel, dass wir durch einen Glühdraht, durch eine Glühwendel, ne, also wenn das da unser Glühdraht ist, dass wir hier jetzt einen Strom durchschicken, einen möglichst hohen, ja, also I groß, ja, sehr hoher Strom, und auf die Art und Weise können wir diesen Draht zum Glühen bringen. Wir bringen also die Teilchen hier drin zum Schwingen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir einen möglichst dünnen Draht verwenden. Dann brauchen wir nämlich ein kleineres I. Und das Ganze ist zum Beispiel in einer Glühbirne ist dies erfüllt. Wir können in dieser Glühbirne schön den Draht erkennen. Ja? Und wenn ich jetzt die Glühbirne einschalte, dann strahlt das Ganze. Ja? Das heißt also, es wird einmal Licht ausgesendet, also Lichtphotonen, und wir können, wenn wir die Hand darüber halten, merken wir auch, dass auch Wärmestrahlung abgegeben wird. Licht und Wärmestrahlung sind beides elektromagnetische Strahlung. Durch den Strom, der nun diesen Wolframdraht durchfließt, werden die Atome darin, die Teilchen, zum Schwingen angeregt. Eine Glühbirne, also dieser Wolframdraht, kann dabei Temperaturen zwischen 2300 und 3100 Kelvin, also 2027 Grad Celsius bis 2827 Grad Celsius erreichen. Temperatur ist nichts anderes als ein Maß für den Bewegungszustand der Teilchen. Das heißt also, durch das, wo wir hier einen Strom durchjagen, bringen wir die Teilchen zum Schwingen und durch das Schwingen senden sie Quanten aus. Die Lichtstrahlung bewegt sich im Bereich, im Terahertzbereich. Tera sind 10 hoch 12. Das bedeutet also eine 1 mit 12 Nullen. In diesem Bereich bewegt sich die Lichtstrahlung. Die Wärmestrahlung bewegt sich im Bereich von 10 hoch 12 bis 10 hoch 15 Hertz. Also bewegt sich im Tera bis Peta Herzbereich. Je höher diese Frequenz ist, desto höher ist nach dem Planck'schen Wirkungsquantum, hier schreibe ich mal die Formel hin, E ist gleich F mal H.
F ist die Frequenz, H ist das Planck'sche Wirkungsquantum. H steht in diesem Fall für 4,135667 mal 10 hoch minus 15 Elektronenvolt mal Sekunde. Das ist also H. F ist die Frequenz, die unsere Photonen haben. Je höher also diese Frequenz F ist, desto energiereicher ist unsere Strahlung. Beziehungsweise desto energiereicher sind die Photonen. Da die Wärmestrahlung eine wesentlich höhere Frequenz hat, ja, also hier haben wir Tera und hier haben wir Peta, hat also die Wärmestrahlung, diese Photonen, eine wesentlich höhere Energie in Elektronenvolt Sekunde. Und aus diesem Grund kann diese Strahlung, diese Wärmestrahlung, auch für den Menschen gefährlich sein, weil sie zu Verbrennungen führen kann. Die Gammastrahlung zum Beispiel, die von Radionukliden, also radioaktiven Substanzen, die nennt man Radionuklide, freigesetzt wird, bewegt sich im Bereich von einigen Trillionen Hertz. Ab etwa 50 Trillionen Hertz beginnt etwa die Gammastrahlung. Eine Trillion ist dabei 10 hoch 18, also eine 1 mit 18 Nullen. Dies bezeichnet man dann auch als Exa. Das heißt also im Klartext, die Gammastrahlung bewegt sich im Exa-Herzbereich, hat natürlich nach unserer Formel hier eine wesentlich höhere Energie. Und aus diesem Grund wirkt sie natürlich wesentlich gefährlicher, ne, auch gerade auf die menschliche Haut, weil sie Zellen zerstören kann, also in dem Fall ionisierend ist. Eine Energie von zum Beispiel 20 Elektronenvolt kann bereits ionisierend wirken. Das bedeutet, aus der Außenschale der Atome, ja, können Elektronen herausgeschlagen werden, ja, durch diese Strahlung. Das heißt also, wenn hier diese Photonenstrahlung ankommt und trifft auf ein Elektron, dann wird dieses Elektron aus dem Kern herausgeschlagen. So. Und ab einer Energie von 20 Elektronenvolt bereits kann dies geschehen. Dass die Lichtstrahlung zum Beispiel, möchte ich auch noch ganz kurz darauf eingehen, hängt auch ganz von der Temperatur ab, auf die dieser Wolframdraht kommt. Bei einer Temperatur bis 1800 Kelvin, ja, bis 1800 Kelvin, haben wir ein rotes Licht etwa. Zwischen 1800 Kelvin und 4000 Kelvin ein gelbes Licht. Weißes Licht erhalten wir zwischen 4000 und 8000 Kelvin. Hellblaues Licht zwischen 8000 und 16000 Kelvin. Und blaues Licht bei über 16000 Kelvin. Kelvin kann man auch leicht umrechnen, indem wir einfach an Kelvin 273,15 Kelvin abzieht und dann hält man die Temperatur in Grad Celsius. Darauf gehen wir aber auch noch ein. Mein Video ist jetzt an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas weiterhelfen. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann scheuen Sie sich nicht. Sie können sich gerne über das Kommentarfeld unten oder auch direkt per E-Mail an mich wenden und mich fragen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.